Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Gestern hat die UFC Fight Night stattgefunden. Donald Cowboy Cerrone hat gekämpft, hat in der ersten Runde durch TKO verloren. Und der Donald Cerrone ist einfach nur wirklich weg vom Fenster. Aus 6 Kämpfen, 5 Niederlagen, ein No Contest, welchen Kampf er meiner Meinung nach auch verloren hat gegen Nico Price. Aber ja, Donald Cerrone will so nicht abtreten. Donald Cerrone will einen letzten Kampf, will mit einem Sieg abtreten und dann will er auch in den Ruhestand. Aber weigert sich jetzt mit dieser Performance so in den Ruhestand zu gehen. Finde ich krass, eure Meinung dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten gab es auch ein Mega-Event in Bezug auf Gregor Gillespie, der Diogo Ferreira besiegt hat durch TKO, hat auch einen Mega-Kampf abgeliefert. Martinez hat gegen Waterson gekämpft, auch sehr, sehr, sehr stark gekämpft. Und natürlich Neil Magny gegen Geoff Neal. Und dieser hat auch nach dem Kampf über diverse Dinge gesprochen, darüber auch über das Weltergewicht Khamzat Chimaev. Und er sagte, er will am liebsten gegen Vicente Luque kämpfen, aber wenn Khamzat Chimaev im August kämpfen will, dann soll er ins Oktagon kommen, ich werde ihn klatschen, ich werde ihn den Arsch versohlen und ich werde ihn verprügeln, so wie er es sich die ganze Zeit wünscht, so laut wie er auf Social Media die ganze Zeit ist. Und das ist krass, Neil Magny ist in der Top 10, ist glaube ich auf Platz 7 oder Platz 8, nun wird er auf jeden Fall dorthin kommen nach dem Sieg gegen Geoff Neal. Und er sagte, er will Khamzat Chimaev den Arsch versohlen, will den Kampf im August, und wie geil wäre das? Khamzat Chimaev hat auch direkt darauf reagiert, sagte, nee Magny, du wirst gegen mich als nächstes kämpfen, renn nicht weg wie ein Chicken, wir werden uns sehen und wir werden sehen, wer wen im Oktagon schlagen wird, ne? Und das sind taffe Ansagen von einem Khamzat Chimaev. Ich finde den Kampf sehr, sehr nice. Stylistisch gesehen könnte es sehr hart werden für Neil Magny. Er hat gutes Wrestling, aber auch kein High-Level-Grappling. Er ist eher so der Typ, der Clinch, der Volume-Striker, während Khamzat Chimaev ihn wirklich auf dem Boden kontrollieren könnte, aber ihn eventuell auch ja im Stand ausnocken könnte. Man muss einfach mehr von Khamzat Chimaev sehen, um das zu beurteilen können. Es ist der perfekte Test, Leute. Viele von euch haben gesagt, ja, Khamzat Chimaev braucht endlich mal einen Top-10-Gegner. Da haben wir einen, der 8- oder 7-platzierte Neil Magny im Weltergewicht, könnte ein sehr, sehr starker Test für einen Khamzat Chimaev sein. Und wenn er den Kampf wieder wirklich stark und einfach mega unglaublich gewinnen sollte, dann ist er wirklich auf dem besten Weg in die Top 5 und auch nicht mehr weit entfernt von Kamaru Usman. Aber Khamzat Chimaev hat auch eine sehr krasse Ansage gemacht, Leute. Denn er hat gesagt, dass er dieses Jahr noch 4-mal kämpfen will. Und ich hoffe wirklich einfach, dass es diesmal klappen sollte, Leute. Wenn er dieses Jahr noch 4-mal kämpft, kann er wirklich richtig was reißen. Denn er sagte dazu, er will im August im Weltergewicht auf 77 Kilogramm kämpfen. Danach im September direkt wieder bei 185 Pfund im Mittelgewicht, im November dann wieder im Weltergewicht und im Dezember dann wieder im Mittelgewicht. Und das ist krass, er hat ein sehr, sehr starkes, großes Jahr vor sich mit 4 Kämpfen, immer wieder abwechselnd im Welter- und Mittelgewicht. Und stellt euch vor, Khamzat Chimaev wird einfach die Person sein, die beide nigerianischen Champion Kamaru Usman und Israel Adesanya ablösen wird. Aber das ist natürlich noch sehr weit hergeholt, dafür muss man erstmal mehr sehen. Ich freue mich einfach im August in 3 Monaten Khamzat kämpfen zu sehen und bin gespannt drauf auf die Performance. Schreibt mir eure Meinung dazu doch mal gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.